Bei Technologie ist aber auch so, egal wie gut wir das Gesetz machen, sie kann halt von repressiven Staaten immer genutzt werden, um halt für andere Dinge missbraucht zu werden. Hallo, willkommen zurück. Es geht hier jetzt auch erstmal gleich direkt weiter. Und zwar ist es so, dass ich oft mega ugly Bilder von mir verschicke, so an meine Schwestern, unseren Friends, Family. Und das sind so Sachen, die sollte wirklich niemand sehen. Das sind so einfach Spaßbilder. Aber was, wenn eine künstliche Intelligenz all meine Nachrichten durchchecken und durchanalysieren würde? Und was, wenn diese KI dann etwas entdeckt und dann diese Nachrichten und Bilder einfach an die Polizei weiterleitet? Genau das könnte jetzt tatsächlich bald kommen durch einen Gesetzesentwurf der EU-Kommission. Und zwar damit Kinder besser vor Missbrauch geschützt werden können. Und wie das genau funktionieren soll, erzählt uns jetzt gleich die nächste Speakerin, die liebe Elina. Sie ist auch als Khaleesi bekannt, das ist ihr Spitzname, weil sie früher mal so lange Haare hatte wie Khaleesi von Game of Thrones. Aber ihr werdet gleich sehen, sie hat jetzt kurze Haare und genau, sie ist Informatikerin und wird uns jetzt gleich ein bisschen darüber aufklären, wie man sich selbst und seine Privatsphäre im Internet besser schützen kann. Deshalb ganz großen Applaus für Elina. Ja, vielen Dank für diese Ankündigung. Ich bin Elina oder auch Khaleesi, wie die meisten mich kennen. Ich bin eine der Sprecherinnen des Chatkontrolle-Stoppen-Bündnisses und Mitglied im Chaos Computer Club. In meinem echten Leben bin ich Informatikstudentin und arbeite im Bereich IT-Sicherheit. Das heißt, ich gucke halt, wie kaputt die ganzen Sachen sind, die die Firmen uns da so vorsetzen. Aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht gehen, sondern es soll um die Chatkontrolle gehen. Und bevor wir darüber sprechen, habe ich so ein paar Fragen an euch. Ihr könnt ja einfach mal klatschen, mit den Füßen stampfen, was auch immer, als Zeichen der Zustimmung. Wer von euch benutzt WhatsApp? Okay. Und wem von euch ist es wichtig, dass eure Chats geheim bleiben? Okay, dann kommen wir da später nochmal zu. Und eine letzte Frage, die ich immer ganz interessant finde, gerade in diesem Bereich Smartwatches und so weiter. Wer von euch hat das Gefühl, dass eure Eltern euch überwachen? Okay, nicht ganz so viele. Aber dieses Überwachungsgefühl, vielleicht kennt der ein oder andere das von seinen Freundinnen, dass die Eltern irgendwie immer gerne wissen wollen, wo ihre Kinder sind, aber auch eigentlich gerne wissen wollen, was die Kinder so im Internet treiben. Und es wurde gerade eben schon kurz gesagt, was die Chatkontrolle bedeuten könnte. Da hängt aber noch ein bisschen mehr dran. Wenn wir über die Chatkontrolle sprechen, dann müssen wir auch gezwungenermaßen über die EU sprechen und insbesondere über die EU-Kommission. Das ist nämlich die Entität in der EU, die solche Gesetze vorschlagen kann. Und zu verdanken haben wir diese ganze Geschichte dieser netten Dame. Das ist Ylva Johansson. Ylva Johansson ist eine schwedische EU-Kommissarin und die hat im Prinzip diesen Verordnungsentwurf, der nicht wirklich Chatkontrolle heißt, sondern Verordnung zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern mitverantwortet, zusammen mit einer alten Bekannten. Ich kenne sie noch, weil sie Stoppschilder im Internet aufstellen wollte. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus anderen Gründen, nämlich Ursula von der Leyen, die derzeit die Kommissionspräsidentin der EU ist. Und ja, das klingt jetzt erstmal nach einer guten Idee. Prävention und Bekämpfung von sexuellem Missbrauch ist eine wichtige Sache, würde ich erstmal so unterschreiben. Aber was heißt das Ganze eigentlich wirklich? Ganz konkret legt diese Verordnung eigentlich nur Regeln fest für den Markt, also für alle großen Tech-Anbieterinnen, also erstmal Facebook und Co., kommen wir gleich noch zu. Und es geht darum, zum einen bekanntes Material zu finden. Das kann man sich vielleicht noch so relativ einfach vorstellen, wenn wir einen Katalog von Bildern haben mit bekanntem Material, können wir auch gucken, ob die irgendwie in Umlauf gebracht werden. Bei unbekannten Inhalten wird es dann ein bisschen schwieriger,
da kommt dann Machine Learning Magic ins Spiel. Und vielleicht weiß der eine oder die andere von euch auch, dass das immer ein bisschen komisch ist, weil man gar nicht so richtig weiß, was diese Algorithmen da machen. Und das nächste, was auch noch entdeckt werden soll, ist Grooming. Grooming sind Anbahnungsversuche von Erwachsenen bei Kindern. Das ist vielleicht ein Thema, was ihr selber schon erlebt habt. Auf großen Social-Media-Plattformen passiert das relativ häufig. Aber auch da müsste man halt alle Texte analysieren und schauen, ob das Ganze da drin enthalten ist. Wer ist von der Chatkontrolle betroffen? Naja, die ist so weit gegriffen, dass erstmal wir alle davon betroffen sind. Und die Umsetzung betrifft dann aber alle Messenger-Dienste, die wir benutzen, sei es Signal, WhatsApp, Threema, soziale Netzwerke, also TikTok, Instagram, Facebook, Dating-Apps, aber halt auch E-Mail oder vielleicht die iCloud, die der ein oder andere von euch bestimmt benutzt. Es ist nämlich so, dass diese Verordnung vorsieht, dass alle diese ProviderInnen ein Risk Assessment durchführen müssen und abschätzen müssen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass solches Material über ihre Plattform verbreitet wird. Und da denkt man dann schon mal so, okay, aber wenn ich Ende zu Ende verschlüsselt kommuniziere, dann kann die Anbieterin ja gar nicht wissen, was ich da verschicke. Und das ist total richtig. Und die EU-Kommission wird jetzt sagen, ja, alles gar kein Problem, das wird gar nicht passieren und die Verschlüsselung brechen wir sowieso nicht, weil das ist alles technologieneutral und sie sind der festen Überzeugung, dass wir eine Technologie finden, mit der wir das lösen können. Was heißt das eigentlich? Wenn man sich die Verordnung ein bisschen genauer anguckt, ist da relativ klar drin, was sich die Kommission wünscht. Wenn wir normalerweise verschlüsselt zum Beispiel über WhatsApp kommunizieren, sieht das in der Regel so aus. Rechts und links sind die beiden KommunikationspartnerInnen und in der Mitte steht ein Server. Das Besondere an Ende-zu-Ende verschlüsselter Kommunikation ist aber, dass nur die beiden Personen, die an dieser Kommunikation teilnehmen, einen Schlüssel haben. Das heißt, für alle anderen Menschen oder den Server sieht das einfach aus wie Kauderwelsch. Der kann gar nicht mitlesen, was ihr da gerade hin und her schickt. Und das ist, finde ich, auch total wichtig, weil irgendwie die weirden Selfies, die man seiner Schwester schickt oder auch andere Sachen, die man irgendwie mit seinen Freundinnen gerade bespricht, sind total privat und sollten eigentlich niemand anderen in die Hände geraten, außer den beiden Menschen, für die das nun mal bestimmt ist. Und jetzt kann man sagen, okay, wie bewerkstelligen wir das, dass wir das ganze Ding mitlesen können? Eine erste Möglichkeit, die aber auch schon wirklich gescheitert ist, weil sie einfach die ganze Idee von Ende zu Ende verschlüsselter Kommunikation aufhebt, ist so ein Man-in-the-Middle-Szenario. Das heißt, nicht nur ihr beide habt den Schlüssel zu dieser Konversation, sondern auch der Server, der das Ganze dann mitlesen kann und dann sagen kann, ja, das ist verdächtig, ich leite das mal direkt an die Polizei weiter. Und das ist auch im Prinzip genau das, was geplant ist. Das heißt, wenn verdächtiges Material gefunden wird, wird es einfach direkt an die Polizei weitergeleitet und das liegt dann halt bei Polizisten auf dem Schreibtisch und die müssen sich das angucken. Das ist eine Lösung, die niemand unterstützen wird. Und deswegen gibt es seit ein paar Jahren was Neues. Und das ist das sogenannte Client-Side-Scanning. Client-Side-Scanning wird so ein bisschen begleitet von der Erzählung, das ist total super, weil damit brechen wir keine Verschlüsselung. Und das ist das am wenigsten invasivste Verfahren, um halt verschlüsselte Kommunikation auszuwerten. Was Client-Side-Scanning aber heißt, ist eigentlich, dass in eurem Handy eine Software läuft, die jede Nachricht und alles, was ihr gerade schreibt, auf einem Handy checkt und guckt, ist das ein verdächtiges Bild, ist das eine verdächtige Nachricht? Und wenn dem so ist, dann leitet sie das weiter. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir suchen nach bekannten, unbekannten Material und nach Grooming. Also es ist erstmal schon mal ein komisches Gefühl, finde ich, wenn mein Handy nicht mehr mir gehört, sondern da irgendwie eine Software ist, die alles überprüft, was ich irgendwie an meine Freundinnen und meine Familie versende. Und jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie das Erkennen von diesem Material ablaufen soll.
Und zwar ist es erstmal so, wenn wir über bekanntes Material sprechen, da gibt es schon eine Datenbank von einer amerikanischen Organisation, das National Center for Missing and Exploited Children. Die haben sozusagen eine Riesensammlung von Bildern von bekannten Missbrauchsfällen, die schon sozusagen innerhalb von Ermittlungen entdeckt wurden und aufgedeckt wurden. Und um dann bekanntes Material zu erkennen, ist es natürlich relativ schwierig, so komplette Bilder gegeneinander zu vergleichen. Und deswegen macht man das mit Hashing. Hashing kann man sich so vorstellen wie so ein Fingerabdruck von einem Bild. Das heißt, ich nehme das Bild, mathematische Formel und eine Zeichenkette fester Länge, sie ist auch bei jedem Bild gleich lang, aber komplett unterschiedlich in ihrer Zusammensetzung, kommt raus und die ist auch einzigartig für dieses Bild. Das heißt, ich kann dann gucken, ich vergleiche den Hash von dem Bild, das ihr auf eurem Handy habt, gegen diese Datenbank und wenn die Datenbank anschlägt, dann ist das verdächtiges Material und das wird an die Polizei weitergeleitet. Soweit, so gut. Klingt erstmal relativ unproblematisch, es ist aber so, wenn man mal eine Weile drüber nachdenkt, dass es relativ einfach ist, als Autorität über diese Datenbank da Bilder unterzuschieben, die vielleicht zum Beispiel ein Demoaufruf sein könnten. Denn so eine Technologie kann man natürlich leicht erweitern und die Polizei und einige Behörden haben natürlich Interesse daran, vielleicht wie Extinction Rebellion gerade seine nächste Demoaktion organisiert. Wenn wir über unbekanntes Material sprechen, kommen wir bei diesem ganzen Thema Machine Learning, künstliche Intelligenz an. Und das Problem bei diesen Technologielösungen ist immer, dass die nicht 100% richtig liegen. Das heißt, auch wenn das super gut trainiert ist, sind es meistens noch so Fehlerraten von 2-5%. Und es ist außerdem total schwierig zu sagen, wie diese ganzen KIs trainiert wurden. Das heißt, es ist zum einen total intransparent, genauso wie die Algorithmen, die ihr irgendwie von Instagram und Facebook kennt, die eure Timeline zusammenbasteln. Und zum anderen kommt es zu sehr, sehr vielen Falscherkennungen. Das ist bei Bildern ein Riesenproblem. Die Bildererkennungssoftware würde dann irgendwie gucken, wie viel nackte Haut ist da zu sehen. Und wie alt ist die Person auf dem Bild zum Beispiel, das so grob schätzen und dann entsprechend anschlagen, wenn sie es für verdächtigt hält. Und wenn wir über Bilderkennung sprechen, ist das noch verhältnismäßig einfach, beziehungsweise kann man noch relativ gut sehen, wie die Trainingsdaten zustande kommen, weil man halt Bilder hat. Bei Texterkennung ist es eine ganz andere Geschichte. Texterkennung an sich funktioniert schon relativ lange, relativ gut, aber ihr müsst damit rechnen, dass so ein Texterkennungstool halt auf bestimmte Muster in den Texten checkt. Und so eine Technologie versteht halt irgendwie keine Scherze und keinen Quatsch, den ihr da reinschreibt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die einfach anschlägt, weil sie das irgendwie komisch findet oder verdächtig, ist relativ hoch. Wenn wir so von knapp 10 Milliarden WhatsApp-Nachrichten am Tag ausgehen und von einer Fehlerrate von so 2-5% bei solchen Programmen, dann hätten wir ungefähr 200 Millionen falsch erkannte Nachrichten und Bilder am Tag. Das ist eine mega große Menge an Bildern und es muss natürlich auch noch jemand sich das Ganze angucken und überprüfen, ob das denn jetzt wirklich zurecht erkanntes Material ist. Und was viele nicht wissen, es ist auch einfach so, dass das Versenden von Nacktbildern in Deutschland für Personen unter 18 in einigen Fällen illegal ist. Das heißt, was passieren kann, ist, dass dann einfach die Polizei bei euch vor der Tür steht und sagt so, uns ist da was aufgefallen, das ist total komisch. Und das ist natürlich irgendwie eine ziemlich unangenehme Sache. Das ist im Prinzip alles von dieser Verordnung, was ihr den Namen Chatkontrolle beschert hat. Da steht aber noch mehr drin. Nämlich die Thema Age Verification, Uploadfilter und Netzsperren. Age Verification heißt, dass jede Person, die diese Plattform benutzen will, nachweisen muss, wie alt sie ist. Und in der Realität passiert das natürlich meistens über den Personalausweis und es gibt auch Möglichkeiten über die elektronische ID,
das abzuwickeln. Aber was es heißen würde konkret, ist erstmal, die Plattformen wüssten immer ganz genau, wer ihr seid. Ihr müsstet alle, sie hätten sozusagen alle eure Daten. Und selbst wenn es nicht über die EID passiert, sondern zum Beispiel über so Face Recognition Software, das macht Instagram teilweise schon, um das Alter von den Nutzerinnen einzuschätzen, ist es so, dass sie eure biometrischen Daten bekommen. Und das ist sozusagen wie das der Fingerabdruck von eurem Gesicht. Und das ist auf jeden Fall ein Riesending, weil ihr dann sozusagen für immer für diese Plattform eindeutig identifizierbar seid. Zudem kommt noch die ganze Idee in dieser Verordnung dazu, dass App Stores einstufen müssen, wie wahrscheinlich das ist, dass diese Anwendungen ein Risiko für Kinder und Jugendliche darbieten könnten. Was dazu führen könnte, dass der App Store-Anbieter ganz am Anfang einmal sagt, so okay, sag mir mal dein Alter, und dann auch nur eine bestimmte Bandbreite von Apps für euch freigeschaltet wird, beziehungsweise ja, ihr da erstmal gar nicht drankommt für eine lange Zeit. Upload-Filter, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, das ist so, als ich noch jung war, das klingt total bescheuert, ein großes Thema geworden. Die Artikel 13-Proteste, insbesondere auch von vielen YouTubern, Upload-Filter beschreibt im Prinzip das automatische Checken von Content-Uploads und dann auch das automatische Sperren. Das ist ein Riesenproblem, das heißt, dass ganz viel Content einfach gar nicht erst im Internet landen würde und bei den Fehlerraten von solchen Technologien natürlich auch vieles zu Unrecht gesperrt wird. Und es auch einfach so ist, dass es bei so großen Plattformen schwierig ist, Einspruch zu erheben und dafür zu sorgen, dass der Content dann wieder da ist. Und das dritte und letzte Thema ist die Geschichte mit Netzsperren. Netzsperren heißt, dass wirklich Webseiten von den Internet-Service-Providern, also von Telekom oder Vodafone, komplett gesperrt werden. Das heißt, ihr könnt die dann einfach nicht mehr erreichen. Und das hat zum Beispiel in Österreich vor kurzer Zeit dafür gesorgt, dass das Internet einfach kaputt und nicht erreichbar war. Also alles nicht so sonderlich gute Ideen. Das erstmal zur Chatkontrolle. Ich habe vorhin schon von der EU-Kommission geredet und die EU-Kommission und das Internet ist eine sehr lange Geschichte. Und die Probleme, die wir jetzt hier beobachten, sind krass. Zum einen hat die EU-Kommission hier eine Verordnung vorgeschlagen, die vollständig unwirksam ist. Denn aus Recherchen wissen wir, dass zum Beispiel dieses Austauschen von großen Massen an Kindesmissbrauchsdarstellungen gar nicht über Messenger funktioniert. Also ihr sendet euch ja auch nicht den 5 Gigabyte Fotoordner von eurem Urlaub über irgendwie WhatsApp oder Signal zu. Und so ist es bei denen genauso. Das heißt, das würde erstmal überhaupt nichts bringen. Und es ist auch einfach so, dass diese Täterinnen ihren Content vorher auf ihren eigenen Computern verschlüsseln, bevor der überhaupt in Berührung mit so einer Plattform kommt. Als nächstes ist es total gefährlich. Ich habe das eben schon so am Rande angeschnitten, dass es sein kann, dass die Polizei dann bei euch auf der Matte steht. Bei Technologie ist aber auch so, egal wie gut wir das Gesetz machen, sie kann halt von repressiven Staaten immer genutzt werden, um halt für andere Dinge missbraucht zu werden. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie an Ungarn und Polen und LGBTQ+-Communities denken, die Regierungen haben schon Interesse daran, dass dann solche Sachen vermehrt auch der Polizei gemeldet wird. Und das geht dann halt auch weiter in Richtung von Klimaaktivisti, denn es ist sehr bekannt aus den letzten Jahren, dass wir fangen so mit einer Sache an und dann breiten wir die auf andere Bereiche aus. Außerdem könntet ihr halt eurem eigenen Gerät nicht mehr vertrauen und vertrauenswürdige Kommunikation würde halt komplett aufgehoben werden, denn ihr wüsstet zum einen nicht mehr, was wird überhaupt ausgeleitet und was nicht und ihr müsstet halt den Behörden eigentlich alle eure Sachen anvertrauen. Und es ist total impraktikabel. Habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt, wir hätten so um die 200 Millionen Falschmeldungen bei den bisher vorliegenden Fehlerraten und das funktioniert einfach nicht. Wir haben jetzt schon
Strafverfolgungsbehörden, die komplett überlastet sind, die gar nicht mehr hinterherkommen, sowohl sich um die Löschung von solchen Sachen zu kümmern, als auch das strafrechtlich zu verfolgen. Also alles in allem eine ziemlich blöde Idee. Und es ist nicht die erste blöde Idee, die die EU-Kommission hat. Einmal noch so kurz zu der EU-Kommission. Die EU-Kommission hat ein Vorschlagrecht. Das heißt, wenn es neue Gesetze in der EU geben soll, dann ist es die EU-Kommission, die sagen kann, ich schlage euch, also dem EU-Parlament, wo unsere Abgeordneten drin sitzen, und dem Rat, wo alle Mitgliedstaaten vertreten sind, Folgendes vor, was meint ihr dazu? Und dann fängt so an, so eine Mühle sich zu drehen. Und wenn man das so sich anguckt, ist es meistens so, dass für uns, ich habe hier dieses Zitat mitgebracht, many people have a pragmatic attitude toward technology. They don't care how it works, they just want to use it. With regards to the internet, this attitude is dangerous. Und das Problem ist, dass hier Leute Gesetze für ein Internet machen, von dem sie teilweise überhaupt gar nicht verstanden haben, wie es funktioniert und was passieren kann. Und dass aber auch irgendwie viele Personen in der Gesellschaft sich auch nicht so den Kopf darüber machen. Und dadurch kommen dann immer total miese Ideen zustande, die, wenn die EU-Kommission wieder nachdenkt, das ungefähr so aussieht: Zerstören wir das Internet oder respektieren wir europäischen Datenschutz und Menschenrechte? Und das ist so ein stetiger Kampf, den wir haben. In der Vergangenheit gab es die Upload-Filter-Debatte es gibt das ganze Thema Netzneutralität, was auch jetzt wieder ansteht. Upload-Filter hatte ich ja vorhin schon kurz was zu gesagt. Netzneutralität kann man sich ungefähr so vorstellen, als vor vielen Jahren das Internet mal aufgebaut wurde und diese ganze Architektur aufgespannt wurde, war die Idee, dass alle Datenpakete, die übers Internet versendet werden, gleichberechtigt behandelt werden. Das heißt, kein Paket hat irgendwie einen Vorteil, also egal, ob ihr jetzt eurer besten Freundin den neuesten Snap schickt oder ob Netflix irgendwie eine Serie streamt. Und was gerade versucht wird, ist, diese sogenannte Netzneutralität zu brechen, nämlich, dass große Unternehmen dafür zahlen können, mehr Bandbreite zu bekommen und somit schnellere Transportmittel und alle anderen, also auch ihr, sozusagen einen Nachteil davon habt. Denn das ist so ein Grundprinzip des Internets und sobald da so ein Ungleichgewicht entsteht, kann das sehr gefährlich werden. Was können wir also erstmal tun insgesamt? Ich finde, das ist immer so eine ziemliche Klatsche, wenn man sich überlegt, was die EU-Kommission gerade alles am Internet schraubt. Und das ist zudem auch ziemlich frustrierend, weil man irgendwie regelmäßig immer wieder das Gleiche erzählt. Erstmal redet mit anderen darüber. Wenn euch irgendwie so ein Thema interessiert, guckt, dass ihr anderen erklärt, warum das ein Problem ist, warum das gefährlich ist. Unter dem Hashtag Chatkontrolle findet ihr aus dem deutschsprachigen Raum relativ viele Leute, die sich Gedanken darüber machen. Von unserer Seite wird es auch bald eine Kampagnenwebsite geben und auch einen kleinen Erklärfilm, den man dann super gut versenden kann, der kommt nächste Woche raus. Und sagt vor allen Dingen Politikern und Politikerinnen, was euch wirklich helfen würde. Denn ich kann als IT-Security-Mensch halt darauf pochen, dass das technologisch einfach eine super schlechte Idee ist und dass das alles gar nicht geht. Aber ihr seid ja am Ende die Person, wo sie wollen, dass ihr geschützt werdet. Und ihr habt ja auch viel besser eine Idee, was da eigentlich gerade alles läuft. Das sind alles Informationen, die den Politikerinnen fehlen. Das heißt, da wirklich anpacken und Bescheid sagen. Die Bundesregierung hat sich noch nicht endgültig dazu positioniert. Sprecht mit den Bundestagsabgeordneten, sprecht mit den EU-Parlamentsabgeordneten darüber, warum ihr meint, dass das wirklich ein Problem ist. Ich habe hier nochmal so die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Also erstmal ist die Idee, das Durchleuchten von allen Chatnachrichten auf wirklich allen Plattformen, Einsatz von intransparenter AI, das heißt viele Falschmeldungen, Age Verification überall, das heißt Ausschließen von Jugendlichen von Plattformen,
keine Anonymität mehr im Internet. Das heißt aber auch zum Beispiel, wenn wir es wirklich über Ausweise lösen, dass Personenkreise, die zum Beispiel keine Ausweise haben, total ausgeschlossen sind von allem. Und was wirklich helfen würde, sind aus meiner Sicht präventive Maßnahmen, das heißt mehr Ressourcen für Ermittlungsbehörden, dass auf solche Sachen wie digitale Gewalt wirklich eingegangen werden kann, dass auch die entsprechenden, das entsprechende Wissen aufgebaut wird, dann mehr Gelder für Sozialarbeiterinnen und Kinder- und Jugendhilfe und zum Schluss mehr Aufklärung für Kinder und Eltern, was denn da eigentlich in diesem Internet los ist. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich glaube, nur so kann man das Ganze schaffen. Und ein komplettes Überwachen von all unserer Kommunikation ist nicht die Lösung. Genau. An der Stelle schon mal vielen Dank. Gibt es Fragen? Was könnte denn generell dagegen, weil du hast ja auch vorher angesprochen mit der Artikel 13 und dieser Bandbreite, dass das dann halt irgendwie großen Unternehmen ermöglichen würde, halt dann irgendwie so eine Vormachtstellung zu haben. Was wäre denn da eine Lösung dagegen? Irgendwie könnte man das irgendwie dezentralisieren und da gibt es da schon Ansätze? Also du meinst jetzt in Bezug auf Netzneutralität, ne? Genau. Es gibt von einer österreichischen Organisation, Epicenter Works, die sehr lange sich schon mit Netzneutralität beschäftigt, einen offenen Brief und die ist auch jetzt gerade aktiv dabei, da im EU-Parlament für zu kämpfen. An sich gilt, glaube ich, gilt das Gleiche wie bei der Chatkontrolle. Abgeordneten Bescheid sagen und sagen so, hey, das Internet, so wie es gedacht ist, ist auch echt gut so und wir müssen das beschützen. Bitte sprecht euch gegen dieses Thema aus. Das ist immer so der erste Weg und ja. Siehst du einen Unterschied bei der Benutzung von unterschiedlicher Software? Also wenn wir Sachen zum Beispiel selber hosten, müssen die dann auch einer Chat-Kontrolle unterliegen? Also du meinst jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen offenen Softwarelösungen? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Mastodon statt Twitter nehme. Ja, also das müsste dann halt auch evaluiert werden, wie Wahrscheinlichkeit das ist, dass das dafür verwendet wird und dann müssten auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Die Verordnung ist da sehr vage, wie das so für so kleine Instanzen ist, so wie es bei Mastodon zum Beispiel der Fall ist, aber davon ist auszugehen. Würde das auch bedeuten, dass wenn ich jetzt meinen eigenen Mail-Server bezahle und betreibe, dass ich dann für mich selber meine eigene Risikoanalyse machen muss? Da, wie gesagt, ist diese Verordnung eine Frage, die wir uns alle stellen. Diese Verordnung leider sehr vage, das versuchen wir gerade rauszufinden, aber so wie sie jetzt ist, ist unsere Einschätzung, dass es potenziell schon dazu kommen könnte, ja.